Ich möchte vorstellen, Diplom-Ingenieur Gerhard Ginuit. Sage ich das richtig, Ginuit? Ja. Ist jetzt ein eher unüblicher Name, aber... Ja, alter Hugenottenname, könnte also auch Genui sagen. Genui, okay, das ist viel schöner. Ein internationaler Gast heute auf der Foskes. Und zwar Schadstoffe in Abwasser- und Produktionsprozessen im Umweltamt der Stadt Bielefeld. Als ehemaliger Lebensmitteltechniker, dann ins Umweltamt gewechselt und jetzt mit diesem Thema beschäftigt. Und ich freue mich auf den Vortrag. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Mein Wechsel zur Stadt Bielefeld liegt allerdings auch schon einige Jahre zurück. Da bin ich jetzt schon über 25 Jahre tätig. Und ich habe mich in dieser Zeit ausgiebig damit beschäftigt, Schadstoffeinleitungen in Kanäle zu lokalisieren. Mittlerweile versuchen wir, diese Anwendung auch auf Gewässer auszudehnen. So, jetzt funktioniert das nicht. Doch. Dieses Büschel von Bändern wird ein zentraler Bestandteil meines Vortrages sein. Und der hat seine Anwender schon sehr Kreativität angeregt. Die einen sehen darin Baströckchen, andere einen Oktopus oder Kraken. Bei uns in Bielefeld heißen diese Dinger ganz einfach Feudel. Und dass man damit aber auch sehr ernsthafte Sachen machen kann, werden Sie gleich in meinem Vortrag noch sehen. Im zweiten Teil des Vortrages werde ich dann auf die Software, die wir in der Arbeit dabei einsetzen, eingehen und ganz speziell eben auch die Geoinformationstools, die wir da benutzen. Doch bevor ich eben zu dem Thema komme, ein paar Worte über meine Heimatstadt Bielefeld, ganz in der Nähe von der Stelle, wo Arminius vor 2000 Jahren den Römern eine entscheidende Niederlage beibrachte. Mit einer Größe von 258 Quadratkilometern ist Bielefeld erheblich kleiner als Island, hat aber mit 334.000 Einwohnern ungefähr genauso große Bevölkerung. Und da mein Thema sich sehr mit der Abwasserbeseitigung beschäftigt, möchte ich ein paar Zahlen zu der Stadtentwässerung hier geben. Und zwar betreibt Bielefeld also drei eigene Kläranlagen und ist darüber hinaus noch an zwei Gemeinschaftskläranlagen mit Nachbarkommunen beteiligt. In diesen Kläranlagen werden ungefähr 27 Millionen Kubikmeter Abwasser pro Jahr gereinigt und daraus entsteht ein Klärschlamm von 17.200 Tonnen. Und dieser Klärschlamm wird zurzeit noch zur Hälfte landwirtschaftlich verwertet. Deshalb kommt der Indirekteinleiterüberwachung in Bielefeld auch eine ganz besondere Bedeutung zu. Man muss schon versuchen, den Schadstoffgehalt darin so gering wie möglich zu halten. Ja, jetzt zu meinem Spezialthema, den Biofilmen, die sich auf Innenseiten von Abwasserleitungen bilden. Und weil Abwasserleitungen norddeutsch Siele genannt werden, wird dieser Biofilm auch gerne Sielhaut genannt. Die kann sehr unterschiedlich aussehen. Entweder wenn viel Sauerstoff in dem Abwasser vorhanden ist, bildet sich eine eher hellgraue Sielhaut, ist nur wenig Sauerstoff vorhanden, wird sie dunkelgrau bis schwarz. Und diese Sielhaut hat die Eigenschaft, Stoffe aus dem Abwasser aufzunehmen, zu akkumulieren und über einen längeren Zeitraum zurückzuhalten. Diese Aufnahme kann entweder in den Zellen passieren oder auf den Zellwänden oder in dem Kit, der zwischen diesen Zellen ist, der extrazellulären Polymersubstanz. Hier noch einmal zur Verdeutlichung, was da passiert. Also die organischen Stoffe, Metalle oder Partikel, die im Abwasser sind, werden zum Teil von dem Biofilm aufgenommen, dort zurückgehalten. Hier sieht man auch eine Elektronenmikroskopaufnahme, wie Partikel zwischen den Zellen hier eingelagert sind. Sie können aber nach einer Zeit wieder remobilisiert werden, wenn Zellen absterben oder wenn auch ganze Teile von diesem Biofilm abgeschert werden. Ja, die Bindungsmechanismen und Orte sind unterschiedlich. Metalle werden durch Ionenaustausch, Komplexierung oder Fällung in der Sielhaut festgehalten. Und das passiert eigentlich überall in der gesamten Sielhaut, in den Zellen selbst, in der extrazellulären Polymersubstanz und auch in den Zellwänden. Bei den organischen Stoffen sieht es etwas anders aus. Da finden hydrophobe Wechselwirkungen statt, zum Beispiel Diffusion in ein Fettkügelchen. Und das findet lediglich in der Zellmembran statt oder eben in hydrophoben Taschen, also eben die eben genannten kleinen Fettkügelchen. Und Partikel werden durch Anheften an diese klebrige Substanz oder Integration in den Biofilm
halt auch auf Zelloberflächen oder in der extrazellulären Polymersubstanz eingelagert. Ja, wo sollte man jetzt Proben von dieser Sielhaut nehmen und untersuchen? Da wird man sich ein Konzept überlegen, dass man an signifikanten Stellen Probenahmepunkte einrichtet und zwar das gesamte Gebiet eben so aufteilt, dass man ungefähr gleich große relevante Teilgebiete dort bildet, also dass Wohngebiete eben in größeren Rahmen untersucht werden, während Industriegebiete dann feiner strukturiert werden. Und der zweite spannende Frage, wie kommt man an dieses Material heran? In den Anfangszeiten ist man dafür in den Kanal eingestiegen und hat diese auf der Kanalwand aufgewachsene Sielhaut eben abgekratzt oder abgewischt. Das war natürlich äußerst mühselig, weil so ein Einstieg in den Kanal auch mit Risiken verbunden ist und sowieso eben nicht besonders angenehm ist. Dann sind wir dazu übergegangen, an einer Teleskopstange so eine kleine Schaufel zu befestigen. Damit konnte man dann schon mal, brauchte man nicht in den Kanal einzusteigen. Man musste aber nach wie vor eben immer nachts die Proben nehmen, weil dann der Pegelstand im Kanal niedrig ist und die Sielhaut dann offen liegt. Und heute, da kommt jetzt eben dieses Büschel hier ins Spiel, benutzt man eigentlich nur noch solche Streifen, die in den Kanal eingehängt werden, dort dann mit Sielhaut bewachsen. Nach 4 bis 6 Wochen ist da genug Material aufgewachsen und man kann sie wieder von oben herausnehmen und das aufgewachsene Material abstreifen. Hier sieht man mal so einen Feudel, wenn er bewachsen ist. Und das Abstreifen geht dann in ein Probegefäß und man braucht nicht einzusteigen. Und die Analyseergebnisse sind sogar noch besser reproduzierbar, weil keine Wechselwirkung mit der Kanalwand besteht. Also Kanal kann aus Beton, Steinzeug oder Plastik sein. Da unterscheidet sich dann auch schon mal der Gehalt in der Sielhaut. Hier habe ich immer die gleiche Aufwuchsmatrix. Damit ist eine Rückverfolgung zu einem Verursacher sehr gut möglich. Hier sehen wir jetzt, wie so ein Streifen in den Kanal eingehängt ist. Man sieht, dass die Enden frei auf dem Abwasserstrom schwimmen und so eine Verstopfung quasi ausgeschlossen ist. Solange der Knoten außerhalb des Gerinnes ist. Wenn der drin hängt, kann sich da natürlich einiges dran ansammeln. Ja, um noch etwas mehr Abstand bei der Probegewinnung dann von diesen Streifen zu bekommen, haben wir so eine Klappbox konstruiert. Die klappt man dann um diese Streifen herum und zieht die da durch. Da gibt es auch eine kleine Sequenz, wo man sieht, wie dann die Streifen durch diese Box durchgezogen werden. Danach kann man sie sofort wieder in den Kanal zurückhängen. Die bleiben da auch. Und man erntet sie entweder in regelmäßigen Abständen ab. Ja, sieht richtig lecker aus. Deswegen, also diese Box hat schon eine gewisse Berechtigung. Aber sie hat halt auch eben etwas mehr Aufwand hinterher bei der Reinigung. Wir haben da so eine kleine Pumpflasche, womit man etwas Wasser dann darüber spritzen kann. Die Reinigung muss jetzt nicht so intensiv sein, weil wir keine Spurenanalytik betreiben, sondern wir suchen schon eben größere Mengen. Deswegen reicht einfaches Abspülen und zum Schluss dann Abwischen mit einem Einmaltuch. Und man sieht hier, die Handschuhe sind also sauber geblieben. Ich habe keinen Kontakt mit dem Material gehabt. Das ist dann schon sehr angenehm. Ja, die gefundenen Messwerte kann man jetzt nicht direkt in Konzentration von Abwasser umrechnen, weil zum einen eben die Konzentration im Abwasser schwanken kann, was auch ein Vorteil von dieser Methode ist. Ich bekomme also quasi so einen Mittelwert, also auch diskontinuierliche Einleitungen werden von der Sielhaut erfasst. Zum anderen ist die Sielhaut selbst aber auch unterschiedlich anreicherungsfähig. Da gibt es manchmal welche, die sehr viel anreichert und andere weniger. Deswegen wurden schon 2001 erstmal Hintergrundwerte ermittelt, was denn so als normal angesehen werden kann. Und da gibt es hier eine ganze Latte von Parametern, für die Hintergrundwerte angegeben sind. Wir untersuchen nur 7 Schwermetalle in Bielefeld und sind vor 2 Jahren einmal angefangen, unsere eigenen Werte statistisch zu untersuchen.
Da kommt auch schon freie Software zum Einsatz. Diese Diagramme und Auswertungen haben wir mit R gemacht, hatte ich eben auch gesehen. R arbeiten auch viele andere mit, also wirklich ein tolles Programm. Wir haben erstmal die Gesamtzahl hier angezeigt, also 1500 Proben an Routine-Kontrollpunkten. Das ist schon mal wesentlich mehr, als bei den anderen Hintergrundwerten verwendet wurde. Und mittlerweile setzen wir diese Möglichkeit auch direkt an Schächten von sensiblen Firmen ein, dass wir also eine Firma auch einzeln hier beproben. Die Werte sind hier auch mal aufgetragen. Und man sieht hier dann eben die statistischen Kennzahlen, Minimum erstes Quartil, also die Konzentration, die von einem Viertel der Proben unterschritten wird, Median, Mittelwert, drittes Quartil und Maximalwert. Und wenn in einem Boxplot dann diese Verteilung ein bisschen symmetrisch ist, dann kann man von einer Normalverteilung ausgehen, was sich hier für Kupfer in dem Bereich von 0 bis 500 Milligramm auch sehr schön widerspiegelt, zum einen in dem Histogramm, aber auch in der Dichteverteilungskurve. Beim Quecksilber sieht das etwas anders aus. Da habe ich keine so schöne Normalverteilung. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir überall über das gesamte Stadtgebiet Einleitungen bekommen. Sehr wahrscheinlich von den Zahnärzten, wo nach wie vor Amalgamblomben ausgebohrt werden und die Abscheider eben nicht alles von diesem ausgebohrten Material zurückhalten. Hier sind nochmal die Hintergrundwerte verglichen. Einmal die von Kintrup und Wünscht und dann für unsere Routineuntersuchung. Man sieht, dass wir fast immer etwas darunter liegen, aber durchaus in der gleichen Größenordnung. Kupfer ist bei uns etwas höher. Und die Methode wird mittlerweile auch international angewendet. Konya in der Türkei ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Also nicht gerade so das Touristenzentrum, aber durchaus eine 2-Millionen-Stadt. Da wird die Methode seit 3 Jahren ungefähr angewendet und die Werte unterscheiden sich schon ziemlich deutlich von unseren. In Wohngebieten sind sie zumeist deutlich niedriger, aber in Industriegebieten, da sind sie erheblich höher, gibt es also noch eine Menge zu tun. Und auch hier wieder Quecksilber. Auffällig, dass das Wohngebiet höher belastet ist als Industriegebiet und insgesamt eben auch in einer ganz anderen Größendimension, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass dort die Zahnärzte noch gar keine Amalgamabscheider haben, dass ausgebohrte Amalgam also vollständig im Kanal landet. So, jetzt genug mit Sielhaut, jetzt geht es an die Software, die wir einsetzen. Da ist als erstes unser Anlagen- und Indirekteinleiterkataster, eine Eigenentwicklung, die wir in den 90er Jahren angefangen haben, zunächst auf Access-Basis. 2005 hatten wir dann das Glück, dass ein Zivildienstleistender bei uns war, der sehr gut Java programmieren konnte. Der hat dann diese Frontends, die wir haben, in Java nachgebildet, noch ein paar zusätzliche Funktionen dazu gemacht. Und seit 2011 haben wir auch endlich die PostgreSQL als Backend. Und auch bei Java haben wir darauf geachtet, nur Komponenten einzusetzen, die auch Open Source sind. Wir haben unser Kataster auch freigegeben als Open Source, leider noch keine Anwender. Wir hätten gerne eine Community. Im Prinzip kann man mit diesem Kataster alles erfassen, was über einen Standort und einen Betreiber definiert ist. Wir haben hier Indirekteinleiter und Lagerung, also alles, was so mit wassergefährdenden Stoffen zu tun hat, erfasst. Man kann Probenahmepunkte dokumentieren mit Bildern und Kartenausschnitten. Die Analyseergebnisse können automatisch importiert werden und dann wieder in Form von Grafiken oder Tabellen exportiert werden. Und an verschiedenen Stellen können PDF-Dokumente generiert werden, bis hin zu Gebührenbescheiden für die amtliche Überwachung. Hier noch einmal der Startbildschirm. In der Regel sucht man einen Standort, gibt also die Straße ein, wählt dann aus der Liste von Standorten an dieser Straße, wo Objekte erfasst sind, das Betreffende aus und bekommt dann hier unten die dort erfassten Verfahren. Wenn man an dieser Stelle einen Rechtsklick auf den Standort macht, gibt es hier den Menüpunkt GIS öffnen. Wenn man den betätigt, dann öffnet sich ein QGIS und es wird direkt auch ein lokal gespeichertes Projekt geladen. Und dann gibt es ein paar zusätzliche
Plugins für das QGIS beziehungsweise etwas von uns veränderte Plugins. Zum einen ist da das Zoom to Point, was vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist. Das haben wir insofern verändert, als dass dieses Plugin beim Starten des QGIS aus dem Kataster heraus die Koordinaten des betreffenden Standortes übergeben bekommt. Und das ist natürlich ein super Vorteil von freier Software. Ich kann sie mir angucken, ich kann sie an bestimmten Stellen verändern und kann sie dann eben so, wie sie für mich optimal ist, auch nutzen. Das gleiche Plugin habe ich nochmal verändert und mit einem kleinen eigenen Frontend auch versehen. Da greift Zoom to Point eben auf eine Liste des Katasteramtes zu, wo alle Standorte in Bielefeld hinterlegt sind mit den Koordinaten. Und ich kann mich also zu jedem Punkt innerhalb des Stadtgebietes so navigieren. Ja, jetzt komme ich zu einem mehr als einem Plugin. Das ist so eine ganze Abwasserfachschale, die ich 2013 in Rapperswil gesehen habe, von Schweizern programmiert, opengis.ch, vielleicht dem einen oder anderen Matthias Kuhn auch bekannt, der da entscheidend mitgewirkt hat. Und da fand ich gleich völlig interessant für mich die Möglichkeit, Netzverfolgungen anzustellen. Also von einem Punkt ausgehend alle Haltungen, die im Oberstrom liegen, zu selektieren oder eben auch Abstrom bis zur Kläranlage. Außerdem ist dort enthalten die Darstellung von Längsprofilen, also das Gefälle des Kanals mit der Geländeoberkante, wo man sieht, wie tief die Kanäle sind. Das sind die beiden Bestandteile von QGAP, die wir benutzen. Es hat noch eine Menge andere, Bearbeitung des Abwassernetzes, Konstruktionstools, Schnittstellen zur Simulationssoftware für die Hydraulik und es unterstützt bei der Unterhaltung und Dokumentation. Das sind alles Aufgaben der Stadtentwässerung, nicht des Umweltamtes. Deswegen benutzen wir diese nicht. Aber vielleicht durchaus interessant. Es ist natürlich alles im Schweizer Standard. Der würde sich sicherlich von unserem auch ein wenig unterscheiden. Ja, wenn ich jetzt diese Fließwegverfolgung nutzen möchte, dann setzt dieses QGAP zwei Views voraus. Das eine ist eben VW Network Segment und das andere VW Network Node. Also es ist ein typisches Knotenkantenmodell. Ich muss also in einer Tabelle die Schächte haben, die eben eine Objekt-ID haben. Und in der, wo die Haltungen gespeichert sind, in dem View muss angegeben sein, von welchem Objekt, von welchem Schacht diese Haltung geht und zu welchem Schacht sie geht. Wenn das gegeben ist, kann man schon die Fließwegverfolgung benutzen. Und ich habe hier mal ein Beispiel, wie das dann aussieht. Von diesem Punkt ausgehend selektiert alle Kanäle, die im Oberstrom liegen. Und ich sehe also sehr schnell, dieser hier wird eben an einem anderen Punkt abgeleitet. Und auch hier sehe ich, wo die Grenze ist zwischen den Standorten, die über meinen Punkt gehen und denen, die an dem Punkt vorbeigeleitet werden. Ich kriege also sehr schnell einen Überblick, welche Standorte für eine gefundene Konzentration an einem Punkt als Verursacher in Frage kommen. Downstream genauso, also von einem Punkt ausgehend, sehe ich den Pfad, den das Abwasser bis zur Kläranlage nimmt und welche Kontrollpunkte ich eben auf diesem Weg habe. Man kann sich leicht vorstellen, wenn man jetzt in einer Detailansicht an dieser Stelle wäre, kann man so schnell nicht sagen, welche Richtung denn das Abwasser nimmt. Geht es über diesen Strang oder geht es doch über diesen Strang? Und das ist dann manchmal schon sehr entscheidend. Wenn man auch die Funktionalität der Profile nutzen möchte, muss man etwas tiefer in die Trickkiste greifen, denn das Datenmodell von QGAP ist doch etwas aufwendiger. Also eine Haltung geht nicht von einem Abwasserknoten zum nächsten, sondern da gibt es dann auch noch den Bereich innerhalb eines Schachtes beziehungsweise eines Sonderbauwerkes, der getrennt betrachtet wird. Also zwischen dem Ausgang eines Schachtes und dem Eingang in den nächsten oder in Sonderbauwerk, da ist die Haltung und dazwischen gibt es dann noch die Strecke zum Abwasserknoten. Das muss man irgendwie abbilden
Ich habe die alle mit Null erfasst, also nur in der Abfrage. Dann versucht das Ganze so einfach wie möglich zu nachzubilden. Und dann bekommt man eben so einen Längsschnitt, wo hier unten der Kanal stetig Gefälle hat und dann die Geländeoberkante eben hier angegeben ist. Das ist natürlich nicht die gesamte Geländeoberkante, sondern nur von einem Schacht bis zum nächsten. Aber ich sehe schon sehr schön, ob denn in der Nähe, wenn ich mir diesen Probenahmepunkt auswählen würde, der sehr tief ist, nicht einer ist, der wesentlich flacher ist, also wo ich besser irgendwie mitarbeiten kann. Deswegen ist das also ein Plugin, was für uns nicht als erstes interessant ist, aber was durchaus auch seinen Wert hat. Ja, also als Fazit und Ausblick, Biofilmuntersuchungen sind ein effizientes Mittel, um unerlaubte Einleitungen aufzuspüren. Ich kann mit wenigen Analysen eine Aussage darüber machen, ob Auffälligkeiten in einem Kanal sind und ob es sich da dort lohnt, noch weiter zu untersuchen. Wenn ich das gleiche Ergebnis bei diskontinuierlichen Einleitungen mit Abwasseruntersuchungen haben möchte, müsste ich automatische Probenehmer einsetzen und habe einen sehr viel höheren Aufwand. Als Grundlage für Bußgelder eignet es sich nicht, weil ich eben keinen konkreten Grenzwert angeben kann. Der Grenzwert differiert aufgrund von vielen verschiedenen Faktoren und deswegen ist das nicht für Bußgelder geeignet. Also, dass man einen Kataster braucht, ist, denke ich, mittlerweile zumindest in der Größenordnung von Bielefeld keine Diskussion mehr. Wenn ich eine kleine Gemeinde habe und meine ganzen Firmen so persönlich kenne, dann wird sich das vielleicht manchmal erübrigen. In größeren Kommunen geht das aber nicht. Diese Fließwegverfolgung hat bei uns schon sehr guten Anklang gefunden. Das ist wirklich ein schönes Tool und da würde ich mir wünschen, dass es vielleicht das als separates Tool irgendwann mal gibt, wo man dann selbst angeben kann, in welcher Tabelle sind welche Felder jetzt die relevanten für dieses Knotenkantenmodell. Und gut, diesen ganzen Overhead von QGIS, den merke ich halt, QGAP, den merke ich im Alltag zwar nicht, weil ich eben nur die Icons jetzt einblende, die ich auch brauche, aber letztendlich wäre es schon schön, wenn man es als getrenntes Modul hätte. Ja, und ich hatte eigentlich gehofft, dass ich Ihnen schon ein paar Ergebnisse von unseren Untersuchungen im Fließgewässer geben könnte. Fließgewässer haben das Problem, was Biofilmuntersuchungen angeht, dass dort eigentlich kein Substrat da ist. Der Biofilm bildet sich nicht von selbst, sondern man muss explizit ein Substrat anbieten. Und da versuchen wir noch die geeignetste Methode zu finden, dass man auch in einem Gewässer eben ohne aufwendige Wasseruntersuchungen eine Aussage über die Qualität des Wassers machen kann. Ja, dann bedanke ich mich und würde mich freuen, wenn noch Fragen sind. Ja, vielen Dank. Ich bin ganz beeindruckt. Mir war nicht klar, wie viel man da tatsächlich, wie immer, wenn man dann Anwendungen sieht, wo das GIS wirklich zum Einsatz kommt. Mich hat erstaunt, dass es wirklich die Zahnärzte sein sollen, die den ganzen das Quacksilber da irgendwie produzieren. Das tragen manche von uns ja immer noch im Mund rum. Mhm. Ist es wirklich von der Menge her so, dass das bis zur Kläranlage dann ein Problem darstellt? Jein, sage ich mal. Also ich glaube ja, grundsätzlich ist es kein Problem. Es ist aber so, dass der Grenzwert für Klärschlamm, wenn er landwirtschaftlich genutzt werden soll, drastisch gesenkt wurde von 8 Milligramm auf 1 Milligramm. Da gibt es andere Emissionspfade, die wesentlich höhere Mengen freisetzen, Braunkohlekraftwerke oder so. Und an dieser Stelle versucht man jetzt eben den Grenzwert doch so weit herunterzusetzen, dass es ins Marginale geht. Und da kann man den Wert nicht mehr zuverlässig einhalten. Wir machen seit einem Jahr Untersuchungen bei unseren Zahnärzten und konnten feststellen, dass ungefähr die Hälfte den Grenzwert unserer Entwässerungssatzung überschreitet. Wir konnten aber zusätzlich feststellen, dass seitdem wir diese Untersuchung machen, unser Klärschlamm super in Ordnung ist. Also,
oftmals führen diese Abscheider in den Zahnarztpraxen auch so ein bisschen so ein Dornröschen-Dasein. Und die müssen mal etwas in das Bewusstsein geholt werden. Dann erreicht man allein dadurch schon offensichtlich einiges. Okay, vielen Dank. Ich hätte noch mehr Fragen, aber ich möchte hier auch dem Publikum noch die Möglichkeit geben. Bitte. Die Frage war, ob das Kanalsystem in Bielefeld ein Trenn- oder ein Mischsystem ist. Ja, wir haben in der Tat noch beides. Der Innenstadtbereich ist als Mischsystem ausgebildet, weil wir davon ausgehen, dass dort auch das Oberflächenwasser relativ stark belastet ist, zumindest das erste, was in den Kanal eingespült wird. Und so ist es dann eben auch, wenn ein Regenereignis einsetzt, dann wird das erste Wasser, was also die größte Schmutzfracht von der Oberfläche abspült, der Kläranlage zugeführt. Wenn es länger heftig regnet, dann wird relativ sauberes Wasser eben abgeschlagen. Die Außenbereiche sind fast ausnahmslos Trennsystem. Und zweite Frage, müsste zu der chemischen Untersuchung nicht auch eine mikrobiologische Untersuchung gleichzeitig stattfinden, weil ja davon auszugehen ist, dass unterschiedliche Bakterienzynosen, unterschiedliche Adsorptions- und entsprechenden Kooperationseigenschaften haben? Oder ist diese Zynose sehr homogen? Ja, also... Frage wiederholen kurz. Ach so, ja, ob nicht parallel zu der chemischen Untersuchung auch eine biologische Untersuchung stattfinden müsste, weil die Sorptionsfähigkeit von Bakterien unterschiedlich ist. Das ist in der Tat so und das habe ich eben ja auch gesagt, dass das auch ein Grund ist, warum man die Konzentration nicht 1:1 in Abwasserkonzentration umrechnen kann. Und die Methode funktioniert am besten, wenn ich irgendwo zurückverfolge. Wenn ich also an Gabelungspunkten Proben nehme und die beiden Stränge miteinander vergleiche, dann kann ich definitiv sagen, die Kontamination kommt von links oder von rechts. Aber es hat sich auch herausgestellt, dass die Sorptionsfähigkeit gar nicht mal so doll unterschiedlich ist. Denn unsere statistischen Untersuchungen haben eine sehr gute Normalverteilung für die meisten Parameter gezeigt. Und wenn sie sie nicht gezeigt haben, dann gibt es dafür eigentlich auch einen Grund, der nicht in der unterschiedlichen Sorptionsfähigkeit zu suchen ist. Aber in gewisser Weise haben Sie schon recht. Das würde aber auch bedeuten, wenn man jetzt dann noch mikrobiologische Untersuchungen machen wollte und die ganzen Spezies ausdifferenzieren wollte, dass die Vorteile dieser Methode, dieser Einfachheit, verloren ginge. Also da leben wir einfach mit. Ja, noch weitere Fragen? Ich hätte dann noch eine, und zwar haben Sie das ja direkt angesprochen, dass Sie eigentlich gerne auch mit anderen zusammen spielen würden. Sind Sie die Einzigen, die das so machen? Welche Kommunen sonst in Deutschland machen das noch so? Gibt es da nicht, ich hätte gedacht, eine europäische Verordnung, wie diese Dinge auszusehen haben und wie man das macht? Oder nur ein paar Worte noch dazu vielleicht. Ja, also zusammenspielen hiermit tun wir schon mit vielen. Also das wird schon sehr häufig kopiert. Da gibt es eine ganze Reihe Kommunen, die das einsetzen, insbesondere eben die, die noch landwirtschaftlich verwerten. Da gibt es ein Nord-Süd-Gefälle. Im Norden Deutschlands wird noch viel Klärschlamm landwirtschaftlich verwertet, im Süden weniger. Und wir wissen das, weil ständig Anfragen bei uns kommen. Wo kriegt man das Zeug denn her? Und dadurch wissen wir auch, wer es überall einsetzt. Zusammenspielen mit unserem Kataster würden wir in der Tat eben auch sehr gerne. Da haben wir bis jetzt die Stadtwerke Soltau, die das Kataster auch einsetzen und ein paar Anfragen gehabt. Da ist es leider so, dass es ein paar kommerzielle Anbieter gibt, die den Markt weitgehend abdecken und für so ein Kataster, es schwierig ist, da Fuß zu fassen, ist uns bis jetzt halt noch nicht gelungen, noch andere Anwender dafür zu finden. Okay, vielen Dank. Also alle Werbung machen, wer Klärschlamm-Kataster braucht, hier gibt es eine tolle Open-Source-Lösung. Vielen Dank nochmal auch an das Publikum und jetzt geht's in die Kaffeepause. Vielen Dank. Ja.